Okay, wir versuchen das jetzt einfach nochmal mit einem Video hinzukriegen, offline euch das dann zuzuschicken und hoffen, dass das besser funktioniert als mit dem Livestream. Genau, nochmal kurz zu uns. Wir sind Rebecca und Ich bin Felix. wir sind die zwei deutschen UN-Jugenddelegierten für nachhaltige Entwicklung. Das ist ein Programm vom Deutschen Bundesjugendring und vom Bundesumweltministerium. Wir sind für 2 Jahre gewählt und wir begleiten die Regierungsdelegation hauptsächlich zum High-Level Political Forum und diesmal eben auch zum SDG-Gipfel, ein ganz besonderes Ereignis für uns. Und was wir sonst machen, ist, wir sind viel in Deutschland mit jungen Menschen unterwegs, von Schulklassen bis zu Hörsälen, von Pfadfindern bis zu Workshops. Genau, erzählen wir eben jungen Menschen von den Nachhaltigkeitszielen und wie sie eben auch dazu beitragen können. Aber wir reden auch viel mit nationalen Entscheidungsträgern und Trägerinnen, dass die SDG-Umsetzung auch in Deutschland schneller vorangeht. Genau, und wir sind jetzt seit Donnerstag hier in New York und haben in dieser Zeit schon ganz, ganz viel erlebt. Am Freitag fand dann erstmal der ganz große Klimastreik hier in New York statt, wo mehrere hunderttausend Leute zusammengekommen sind, wo Greta auch gesprochen hat, wo wirklich auch ganz viele Leute aus der Zivilgesellschaft da waren. Die Kinder haben zum Teil frei in den Schulen bekommen und waren dann eben hier auf der Straße und haben mit uns gemeinsam demonstriert. Und das war so ein bisschen dieser aktivistische Teil, den wir eben am Freitag gehabt hatten. Und am Samstag ging es dann weiter mit dem großen Jugendklimagipfel der Vereinten Nationen. Das ist ein Gipfel, der zum ersten Mal stattgefunden hat. Da hat Antonio Guterres insgesamt über 700 junge Menschen nach New York eingeladen, um hier nochmal die Forderungen von Jugendlichen aufzuschreiben gegenüber den Staats- und Regierungschefs, die sich dann eben gestern hier in dem Klimagipfel oder Klimaaktionsgipfel der Vereinten Nationen getroffen haben. Und da haben wir am Samstag gemerkt, dass da nochmal richtig viel Power dahinter steckt. Und da war eben auch Greta mit dabei, die Jugendbeauftragte des Generalsekretärs war dabei, aber eben auch aus allen Teilen der Welt Jugendliche, die auch von ihren ganz persönlichen Hintergründen und Stories erzählt haben, wie sie in ihren eigenen Communities etwas gegen die Klimakrise tun. Und das war was, was uns super gut gefallen hat. Allerdings sehen wir auch so die Kritik ein bisschen daran, dass man das ganze Jugendevent so ein bisschen ausgelagert hat. Also wir hätten uns eigentlich auch gewünscht, dass wir dann beim Klimaaktionsgipfel selber mit am Tisch sitzen, wenn die Staats- und Regierungschefs dort eben ihre Projekte vorstellen und nicht, dass es so komplett separat von dem Klimaaktionsgipfel eben stattfindet. Genau, gestern hat dann der Klimaaktionsgipfel stattgefunden. Hier ist in New York wirklich super viel los. Es waren ganze Straßenzüge abgesperrt durch das Militär. Gefühlt fahren alle 5 Minuten heute und gestern Kolonnen mit Polizeiwagen und mit Limousinen vorbei, wo irgendwelche Staats- und Regierungschefs drin sitzen. Und das ist wirklich auch eine ganz besondere Atmosphäre, die gerade hier in New York vorherrscht. Genau. Wie er sicherlich auch aus den Medien vernommen hat, ist Gretas Rede hier sehr gut angekommen. Es hat, glaube ich, nochmal so einen neuen Impuls gegeben, den wir auch dringend brauchen. Auch Antonio Guterres hat sehr starke Worte hier benutzt. Ich glaube, wir hatten selten so einen Generalsekretär, der so deutlich und stark hier auch eben die Staats- und Regierungschefs angesprochen hat. Genau, Frau Merkels Rede, ja, wirkte ein bisschen mutlos, ein wenig kraftlos, um ehrlich zu sein. Klar, es gab auch hier einige Zugeständnisse und einige frohe Botschaften, wie die Klimaneutralität Deutschlands bis 2050 oder das Bekenntnis zu 1,5-Grad-Ziel. Aber die Maßnahmen, die sie dann vorgestellt hat, das sind ja die altbekannten vom Klimapaket und dem Kohleausstieg und so weiter, das ist enttäuschend für unsere Generation letztendlich. Genau. Was man sagen muss, den Eindruck, den wir hier bekommen, ist, dass dieser Klimagipfel extrem im Fokus steht. Klar, also das UN-Gelände ist komplett verpflastert oder gepflastert mit den SDGs. Also ich meine, das lässt sich ja auch schön darstellen. Es gibt überall große Aufhänger und Poster und so weiter, wo die SDGs abgebildet sind. Wie gesagt, der Boden, es gibt eine SDG Media Zone, es gibt eine SDG Action Zone. Also visuell sind die SDGs sehr präsent, aber inhaltlich weniger und der Gipfel irgendwie auch nicht so wirklich. Also seitens der UN hatten wir das Gefühl, dass dieser Klimagipfel besonders hier im Fokus steht und der SDG-Gipfel irgendwie nicht so ganz.
aber eben auch zum Beispiel seitens der Medien. Wir haben mit sehr vielen deutschen Medienvertretern hier gesprochen im Deutschen Haus, die meinten, naja, klar, Klimagipfel, dann vielleicht noch die Eröffnung der Generalversammlung, aber den SDG-Gipfel hat eigentlich keiner auf dem Schirm. Also es hat eigentlich keiner so richtig vor, darüber zu berichten. Das war ziemlich demotivierend und dann ist es letztendlich auch nicht gerade ein sehr starkes Signal von der deutschen Bundesregierung, dass hier Frau Merkel und die Minister bereits heute Abend, also hier ist ja gerade noch mittags, also Dienstagabend, abreisen werden und der Gipfel letztendlich ja noch den ganzen Mittwoch lang geht. Also da hätten wir uns genau ein paar mehr Zeichen erwartet. Genau, weil das ist eigentlich auch so ein bisschen schade, weil wir eben nicht nur bei der Bekämpfung der Klimakrise gerade nicht nicht bei der Umsetzung stark genug voranschreiten, sondern eben bei ganz, ganz vielen anderen SDGs auch. Beispielsweise wurde in dem Bericht, den Frau Weißheim vorhin angesprochen hat, auch wieder erwähnt, dass die Zahl der unterernährten Menschen wieder zunimmt oder dass der Verlust der Biodiversität ungebrochen ist. Und wir haben eigentlich so viele Fronten, an denen wir gerade zu kämpfen haben, dass wir das ein bisschen schade finden, dass es halt dieses Mal wieder so stark nur auf das Klimathema reduziert wurde. Genau. Ein bisschen Mut hat uns dann gemacht, dass wir gestern Abend noch Frau Schulze getroffen hatten und mit ihr ein Gespräch hatten und sie nochmal auch betont hat, dass sie das Klimathema nicht isoliert betrachten kann, sondern eben das immer im Kontext der SDGs sieht und dass sie zwar auch heute Abend wieder abreist, aber eben aufgrund der Kabinettstagung morgen am Mittwoch in Deutschland, wo eben die Beschlüsse aus dem Klimakabinett auch im gesamten Kabinett beschlossen werden sollen. Genau. Und wir erwarten uns vom HLPF, dass dort jetzt endlich was passieren muss, weil wir waren auch im Juli beim HLPF und da haben wir halt die generelle Kritik daran, dass die BNAs, das sind die sogenannten freiwilligen Staatenberichten, die die einzelnen Staaten eben vorstellen können, dass die eben nicht dem Anspruch genügen, den wir eigentlich an solche Berichte haben müssen. Also in diesen Berichten eben die Staaten, wie weit sie mit der Umsetzung der 2030-Agenda sind. Aber da stellt sich natürlich kein Staat vorne hin und sagt, bei uns läuft es nicht gut bei der Umsetzung der 2030-Agenda, sondern jeder sagt halt irgendwie, bei uns läuft es gut. Und es werden halt immer nur Positivbeispiele gezeigt, weil halt sich auch niemand vor die Weltbühne stellen möchte und sagen möchte, bei uns läuft es nicht richtig gut. Und deswegen haben wir schon bereits im Juli ein Side-Event gemacht mit anderen europäischen Jugenddelegierten, wo es darum geht, welche Reformen wären eigentlich notwendig, um das HLPF zu reformieren? Und haben dort eine Menge Forderungen auch aufgeschrieben, beispielsweise durch verpflichtende Peer-to-Peer-Reviews dort die Integrität dieser Berichte zu stärken oder auch die Vergleichbarkeit dieser Berichte zu stärken. Und das sind Themen, von denen wir uns jetzt endlich Lösungen erwarten, weil eben noch nicht feststeht, wie das HLPF in den nächsten Jahren aussehen wird. Und da erhoffen wir uns halt wirklich, dass dort Maßnahmen getroffen werden, die dafür sorgen, dass in Zukunft eben die Vergleichbarkeit und diese Integrität dieser Berichte eben erhöht wird. Genau, wir sind jetzt ganz gespannt. In ungefähr 2 Stunden geht hier der SDG-Gipfel los und da werden wir auch mit dabei sein. Genau, also wir hoffen eben, wie gesagt, dass es hier jetzt mit diesem Gipfel A, also dass hier der Weg geschaffen wird für einen noch wirkungsvolleren Überprüfungsmechanismus, sodass die SDGs auch wirklich nochmal mit mehr Nachdruck umgesetzt werden. Wir hoffen, dass hier eine neue Welle von Aktionen ausgeht, also nicht nur Klimaaktionen, sondern Nachhaltigkeitsaktionen generell. Und damit die Delegierten nicht vergessen, dass sie sofort handeln müssen, haben wir uns was Kleines ausgedacht. Felix, what time is it? It's SDG o'clock. Wir haben uns eine Grafik ausgedacht in Form eines Stickers. Genau, It's SDG O'Clock steht hier drauf und die werden wir gleich und auch morgen den Delegierten hier verteilen, die sie sich dann schön auf die Uhr eben kleben können und immer daran erinnert werden, sofort zu handeln. Genau, wir wünschen euch noch eine gute Konferenz und wir hoffen uns, dass wir uns bald dann auch wieder persönlich sehen. Tschüss! Tschüss!